Was war mein Eindruck? Also, wir haben heute das Corporate Learning Camp 2016 beendet. Und das Corporate Learning Camp 2016 war das größte. Wir haben das sechste Camp mit 300 Teilnehmern jetzt überstanden. deshalb, weil wir stoßen damit so ein bisschen an die Grenzen der Räume hier. Wir haben von der Frankfurt University of Applied Science schon eine ganze Etage zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese ganze Etage reichte uns für unsere vielen Sessions kaum aus. Es war gerade so noch erträglich. Wir hatten 8 Räume hier nutzen können, aber die Teilnehmer waren so aktiv, dass wir 10 Räume mit Sessions belegen hätten können. Also ich war in einem Social Learning Session und habe ganz entspannende Eindrücke von Ellen Trude gehört, die bei Bosch ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, aber auch von der Deutschen Bank. Und es hat mich beruhigt, dass alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, aber dass man mit dem Ideenaustausch einfach auch gute Anreize nochmal bekommt für sich selber. Die Unternehmen sind ja insgesamt, die Atmosphäre ist ja viel kreativer und viele dieser Ideen mit vernetzten Unternehmen, wo man sich vorher gedacht hat, das ist jetzt schön dahergeredet. Aber auch da habe ich das Gefühl, als sei zumindest das Bewusstsein, dass man das eigentlich haben möchte, ist überraschend weit verbreitet. Dass das dann in der Praxis noch nicht heißt, dass es so ist, steht auf einem anderen Blatt. Das ist naturgemäß schwierig. Aber es ist mehr als einfach nur modisches Gerede, sondern das ist tatsächlich. Also Leute aus völlig unterschiedlichen Firmen, von denen man es nicht zutrauen würde, sagen dir solche Sachen und zwar authentisch. Und ein ganz besonderer Punkt war die Entwicklung hin oder weg von einer Belehrungsdidaktik hin zu einer Ermöglichungsdidaktik, weil da das Ziel sich ganz klar in Richtung Kompetenzentwicklung im Sinne Lösen von Problemstellungen am Arbeitsplatz hin entwickelt. Und das kann nur selbstorganisiert erfolgen. Diese Vielfalt, die heute da ist, ist ja auch in der Nachfrage da. Die Leute sind gewohnt. Wann gehe ich ins Internet? Ich gehe zu Hause ins Internet am Rechner, wenn ich irgendwo gerade hocke, per Tablet, wenn ich sonst unterwegs bin, per Smartphone. Und das erwartet natürlich auch ein Lerner, dass er an unterschiedlichsten Momenten auch lernen kann mit Formaten und Technologien. Und wir überlegen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Es wird auf alle Fälle ein CLC 17 geben. Es ist sozusagen mainstreamiger. Also man hat wirklich das Gefühl, da gibt es eine größere Strömung und keine Ahnung, wo die Leute diese Gedanken und Kompetenzen herbekommen, aber sie sind da. Und da kann man jetzt auf einer Ebene aufbauen. Da gibt es so eine Art Maturity, so eine Art Reife-Level, das erreicht das technisch wahrscheinlich, weil die Tools halt einfach viel einfacher und besser werden. Also man muss sich einfach viel weniger Gedanken darüber machen, weil man Erfahrungen gemacht hat, einfach die viele, viele Holzwege jetzt begangen sind und irgendwann auch nicht mehr sein müssen. Aber jedenfalls ist spürbar, dass es irgendwie alles ist nochmal so ein Stück hochgeschossen. Ne? Wir reden auch hier heute den ganzen Tag über Methoden, neue Kanäle, wie wir Leute ansprechen können. Und letztlich ist es die Kultur, die dann entscheidet, ob diese Kanäle und diese neuen Methoden auch tatsächlich aufgehen. Das Corporate Learning Camp CLC 16. Dieses sechste Barcamp hatte 300 Teilnehmer und die 300 Teilnehmer haben in den 2 Tagen ganze 80 Sessions gestaltet. Ja, da bin ich ganz sicher. Diese Depression, die ja ganz generell so eine Art Zeitgeist ist, aber heute nicht, also in dieser Community nicht. Also eigentlich gar keine Depression, null.